So, wir kommen hier ganz spritzig zurück. Und zwar machen wir jetzt hier mal auch Sequenz 3, die Suche nach dem Straßenkind. Los geht's. So, wie weit ist es? Oh, 600 Meter. Ja, dann werden wir doch hier bestimmt irgendwo eine Kutsche haben. Ob ist die mal da? Das ist jetzt meine Kutsche. So, los jetzt hier. Hey, Kopf Vorfahrt. Oh, scharfe Linksgrube. Ey, rutsch, Mann. Ganz eilig. Meine Güte, ey. Ist ja alles voll hier. Auf geht's. Ah, ich hab's eilig. Oh, was wollen die denn jetzt? So ist es. Verschwindet, ey. Boah. Erledigt. Ja, wo ist denn da? Schon zu weit. Ah, dahinter. Wunderbar. So. Anonym werden. Sucht mich da noch innerhalb, fasset nicht. Doch jetzt. Die Suche nach dem Straßenkind. Jakob und Ivy suchen nach der schwer auffindbaren Clara Odia. Los geht's. Hier gelandet. Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon Alley. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara, Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen Sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich. Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir ihnen Informationen. Etwas, das sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, ich glaube, ich spinne. Machen wir schon Geschäfte mit Kindern. Ein Fähigkeitspunkt, 7 verfügbare Fähigkeiten. Auch noch. Wie viel haben wir denn? 6? So, der kostet... warte mal, dann können wir doch hier alles machen. Kaufen.
Juhu, Level 2, sehr schön. Schlösser knacken, ja, nehmen wir auch mal. Und was haben wir hier? Adlerauge, was ist das hier? Plünderer 1. Nehmen wir auch. Beute Takedown. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Spalten wir immer die Plündern, wunderbar. Weiter jetzt. Warte mal, was ist da? Inventar. Ach, jetzt kann man hier wieder fleißig kaufen. Boah, das hier für Waffen. Ach nee, das ist ein Gürtel. Okay. Eine Frist ist hier wieder allerhand, ey. Junge, Junge. Mal gucken, wann wir dazu kommen. Das Lagerhaus erreichen. Machen wir. Ach Mann, ey, wo kommst du denn her? Alle Kinder befreien. Okay. Versuch nicht von mir davon zu laufen. Das wird nicht klappen. Nerv mich nicht, ey. Wir haben einen Besucher. Nerv mich nicht. Oh, Kinderarbeit hier. Ganz ruhig. Alles wird gut. Die sind gar nicht so übel, Mister. 3 von 9. Ja, dann werden wir die mal alle schön in eine Fresse hauen. Da waren wir schon zu weit außerhalb. So. Ah, wie ist denn er drauf? Scheiße, er kann euch nicht alle ausbrechen. Da hat jemand dran rumgespielt. Da hat jemand uns mitsetzen. Bring ihn zu Ende. Na, kommt denn ihr alle her hier? Die gehen kaum drauf, na sag mal hier. Oh, Alter, geh doch mal. Alter. Es wird alles gut. Hat Clara sie geschickt, Mister? Ist sie nicht wunderbar? Ach so, die sind alle hier drin. Oh, okay. Halt gar nicht drauf geachtet, scheiße. So, den haben wir auch erledigt. So, ihr Kids. Ich befreien. Herzlichen Dank, Mister. Kein Problem. Ohne Kiste.
war zu schnell. Ah, komm her, du Bitch, Alter. Tut mir leid. Muss sein. Sprich nicht so laut. Danke, Mister. Was ist da los? Sehr schön. So muss es sein. Kinder, Befreiung, abgeschlossen. Sehr schön. So. Muss es natürlich sein. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Haut da rein. Bis dann.